Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute gibt's ein Drogerie-Haul, denn ich habe bestellt bei Cosmetic for Less, bei Rossmann und bei DM. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich starte mit Cosmetic for Less, das heißt, wir starten auch mit Beauty. Ich habe hier unterschiedlichste Kategorien, ist klar. Ne? Ich habe auch versucht, mal so Timestamps hier zu machen, das heißt, so ein bisschen kategorisiert. Aber ich gehe jetzt auch so ein bisschen der Reihe nach. Ein bisschen. Okay. Wir haben auf jeden Fall bei Cosmetic for Less immer die Möglichkeit, Proben zu bekommen. Da kann man die Marke Chaya immer so testen. Ne? Das ist hier ein Body Cream und Cleansing Peeling Paste, das ist cool. Face Cream Nourishing ist auch cool. Und dann Men Shower Gel and Shampoo, das ist neu, das ist interessant. Und die haben mir von L'Oreal noch so ein Pröbchen mit beigepackt. Dann habe ich zugeschlagen bei den Masken. Das sind vor allem Eveline Cosmetics Masken. Eveline Cosmetics ist eine polnische Firma und die werden bei Cosmetic for Less vertrieben. Und ich möchte bunte Masken haben, so, und habe da auf jeden Fall was in Planung. Und da habe ich mir einfach ein bisschen was bestellt. Einmal die Galaxity, Holographic Mask Cosmic Stone Intensely Smoothing. Also das ist keine, mit Mondstein, Wassermelone und Mango, das habe ich ja gar nicht gelesen, ist wohl keine Peel-Off-Maske. Schaut so aus, fand ich hübsch, ne? Dann haben die auch diese Power Shake Masks. Einmal habe ich die nährende mitgenommen. bestellt. Die feuchtigkeitsspendende und die strahlkraftgebende. Ich hatte eigentlich ehrlich gesagt gedacht, hätte ich mir auch denken können, ne? Da war ja auch das Bild abgebildet, dass das tatsächlich Tuchmasken sind. Weil damals gab es ja auch von Essence, ach Quatsch, von Balea mal sowas mit diesen Shake-Geschichten. Ich glaube, gibt es aktuell auch, ne? Weiß ich nicht. Ich meine, die habe ich sogar hier. Ja, genau. Da kommen wir aber gleich zu. Ne? Ist aber keine Tuchmaske, ist eine Crememaske. Und genauso wie die Expert Sea Illumination. Das ist eine Doppelgeschichte, ein Doppelsachet. Und dann habe ich noch mitgenommen von The Siam, keine Ahnung, ist wohl eine neue Marke bei Cosmetic for Less. Ist aber eine Tuchmaske. Eine koreanische Firma ist das. Ja, mit Peptiden. Ich hoffe, dass das Vlies auch lila ist, aber ich glaube nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall sind das die Masken gewesen, die ich mir bei Cosmetic for Less bestellt habe. Ich hatte irgendwie so einen Fimmel. Wirklich. Naja, dann habe ich hier von Revolution Infinite Conceal and Define das Mattifying Setting Spray mitbestellt. Ich glaube aber, dass ich das schon da habe in klein. Manchmal bin ich auch echt ein Vogel, ne? Egal, habe ich jetzt auf jeden Fall hier. Das war auch irgendwie bei den Neuheiten gelistet und dann war ich halt interessiert. Kann ich mal ausprobieren, weil ich weiß, ich bin eher so Team Glowy, aber es ist ja aktuell halt auch total angesagt, so ein bisschen sich eine mattere Base zu basteln, ne? Müssen wir mal gucken. Fällt gerade auf. Ah, nee, komme ich gleich zu. Ich komme gleich zu so vielem, Leute. Dann gibt es ja die Limited Edition mit, also die Sister Love Collection. Und ich wollte eigentlich mir nicht dieses Körpergel, Schimmer, Fluid, Gedönsen, Schimmer, Bodygel kaufen. Aber dann fand ich es doch so schön. Ja, und das ist mit Simba oder von Simba. Und ihr bekommt die Produkte halt auch echt noch bei Cosmetic for Less, ne? Schaut da gerne mal vorbei. Dann habe ich hier auch noch von Essence einen Beauty Blender aus der Blooming Bright Collection. Da habe ich jetzt von meinen Kolleginnen gehört, dass der ziemlich gut sein soll. Und deswegen habe ich mir den jetzt mitbestellt. Und ich hatte letztens auch irgendeinen von Essence in Anwendung, wo ich gemerkt habe, dass ich den auch total klasse fand. Hier auch aus der Lion King Reihe, genau. Und ich war eigentlich kein Fan mehr von den Essence-Schwämmen, weil die irgendwie so hart waren damals immer. Aber die scheinen jetzt, ja, deutlich verbessert zu sein. Oh, da tun sich ganz neue Möglichkeiten auf, weil die ja auch so schön günstig sind, ne? Mensch, das läuft ja hier. Okay, dann haben wir auch noch von Revolution die Vitamin C Glow Eye Patches. Die finde ich einfach klasse. Da sind 60 Stück drin, also 30 Anwendungen. Und die mag ich einfach gerne, ne? Die bekommt ihr halt, wie gesagt, auch bei Cosmetic for Less online. Ihr seht ja diesen funkelnden Look auf meinen Augen schimmern. Da habe ich mir hier diese Online-Exclusives-Palette gekauft. Ready for a Ride Eyeshadow-Palette. Admit One. Blabla. Die ist schon wahnsinnig cool. Die hat keine Farbnamen.
Hier stehen nur 1, 2, 3, 5, 6, 7, bla bla bla. Also 18 Farben haben wir hier offensichtlich drin. Die matten Töne sind eher schwach auf der Brust. Die sind eher pastellig unterwegs. Also ich habe super viele matte Töne hier eigentlich. Du siehst es aber nicht wirklich. Ne? Das ist wahnsinnig krass. Ich habe euch dazu ein Short abgedreht. Schaut da gerne mal vorbei im i. Da hingegen sind aber die Schimmertöne richtig geil. Also diese drei habe ich auf jeden Fall ja, geswatcht, ne, für mich. Die beiden habe ich gerade auf dem Auge drauf. Den hier habe ich auch auf dem Auge drauf. Der kommt aber etwas anders rüber, finde ich. Also der kommt deutlich heller rüber. Und ich würde empfehlen, dass ihr definitiv den NYX Glitter Glue oder so drunter packt. Das funktioniert dann einfach alles ein bisschen besser. Aber ja, also da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen mit spielen. Und das ist definitiv auch so eine recht alte Verpackung, oder? Die hatten doch auch ganz damals solche Verpackungen. Also das ist für mich so total retro. Ja, dann habe ich mir von Revolution aus der SFX-Reihe ein bisschen was bestellt. Ich weiß, es ist April, wo ich das Video drehe, aber trotzdem kommt ja irgendwann mal so Halloween und so. Und ich kann mich noch daran erinnern, so die letzten Jahre Halloween habe ich immer so auch die Videos gesehen von Alicia Marie und so und habe mir gedacht, boah geil, das will ich auch können. Aber ich habe halt nicht so das Händchen für sowas so. Und da habe ich mir jetzt einfach mal ein bisschen was bestellt und wollte damit ein bisschen rumspielen. Das ist einmal Liquid Latex, auch aus dieser Revolution SFX-Reihe. Ist halt nicht so super teuer. Ich habe mir gedacht, naja, vielleicht ist es ja ganz cool. Mal ausprobieren, ne? Und halt für Karneval ist sowas für mich auch immer eine ganz praktische Geschichte. Dann habe ich ja noch Kunstblut bestellt. Ja, einfach Fake Blood zum Sprühen ist es, glaube ich, dann, oder? Ja, glaube schon. Das ist auch ganz witzig, ne? Ja, und dann habe ich noch hier diese Scar Putty mitgenommen. Da kannst du dir quasi Narben mit basteln. Ne? Ja, ist schön, finde ich. Also, dass es sowas halt auch in der Drogerie gibt, sage ich mal. Also, für mich ist vieles, was man bei Kosmetik for Less halt findet, Drogerie. Also, von den Preisen her definitiv. Und das kriegt ihr auch in der Drogerie. Also, ich glaube auch, dass ihr manche Produkte aus dieser SFX-Reihe im Rossmann selber auch bekommt. Und da kommen wir jetzt auch zu Rossmann. Da habe ich mir jetzt auch ein bisschen Beauty-Produkte bestellt. Das ist einmal von For Your Beauty, der Multitask Blender, Make-up-Blender. Schaut einmal so aus, den wollte ich auch mal ausprobieren. Einfach mal so neue Make-up-Eier ausprobieren, um zu schauen, wie jetzt so aktuell die Qualität ist. Das ist jetzt noch zu. Oben ist hart, unten ist weich. Das erinnert mich auch ein bisschen an den Love Sponge, ne? Deckkraft mittel bis stark. Ach so, auch interessant. Ja, muss man mal gucken, ne? Ja, also für mich ist es halt so, oben kann ich dann gut für Concealer verwenden und unten dann für die Foundation. Dann habe ich mir hier auch die Essence Fix and Last Geschichte mitgenommen. 14 Stunden Make-up Fixing Loose Powder, Matte Blurring Waterproof. Auch hier muss ich einfach mal schauen, ob mir das gefällt, weil ich bin ja eigentlich eher so Glowy Fan, ne? Aber das Ding ist einfach, man muss ja auch mit der Zeit gehen, Leute. Es ist, wie es ist. Kannst du nicht irgendwie abstreiten. Und ja, es ist immer mehr Trend, jetzt auch diese matten Foundations mal zu verwenden. Und dann, ich teste mich dran und ich bin auch aktuell in so einem Foundation-Test drin, dass ich da verschiedene Foundations teste, die aktuell auf dem Markt sind. Und da muss ich sagen, habe ich auch matte Foundations getestet, wo ich wirklich positiv überrascht war. Dann habe ich mir von Essence mitgenommen One to Freeze Gel to Sorbet Face Primer. Das ist einmal der Glow Boosting und der Hydrating. Fand ich interessant, wollte ich ausprobieren. Dann habe ich hier auch eine L'Oreal Men Expert Maske mitgenommen. Das ist eine Tuchmaske, die ist orange. Und wie gesagt, ich wollte bunte Masken, ich habe da was in Planung. Und das ist die Hydra Energetic Hydra Energy Maske. 5 Minuten soll die nur brauchen, ist regenerierend. Und die kannst du safe sowohl für Männer als auch für Frauenhaut verwenden. Und ich hatte nämlich bei Instagram auch gefragt, ob ihr mir so bunte Tuchmasken oder bunte Masken generell empfehlen könnt. Und da waren einige von denen, die ich euch jetzt zeige, auch mit dabei. Unter anderem auch die hier, richtig cool. Da hatte ich überhaupt nicht dran gedacht, ne? Und ja, ne? Da plane ich, wie gesagt, was. Dann habe ich hier auch noch die Selfie Project Smooth Me Up Smoothing and Hydrating Shimmer Black Sheet Mask. Shimmer Black Sheet Mask. Ich glaube, das habe ich überlesen mit Black Sheet. Ich dachte nämlich, sie wäre einfach lila. Gut, dass ich ja noch ein paar andere Lilane bestellt habe. Das ist eben das Ding, ne? Egal. Ich habe da meine Freunde mit goldenem Glitzer haben wir hier mit dabei. Oh, lesen, Claudi. Fermented Hyaluron und Probiotika sind hier drin enthalten. Schön,
Schön, schön. So, zwischendrin mal ein bisschen Haushalt. Ich finde, das muss auch mal sein, weil, ne, ich habe einen Haushalt, deswegen brauche ich Haushaltsprodukte. Witzigerweise stand ich da heute im Aldi auch vor. Gut, dass ich es nicht mitgenommen habe, denn da ist das Paket in der Zeit, wo ich beim Aldi war, geliefert worden. XL Sparpack, 70 Tabs. Ihr müsst immer darauf achten, sind diese Sparpacks wirklich günstiger? Da habe ich letztens bei Marktcheck, glaube ich, eine Reportage gesehen, dass aktuell sogar gerade so bei hier, Waschmittel, so, da super viel getrickst wird, dass diese Sparpacks, XXL-Packs meistens auf die Wasch- oder auf die Grammzahl teurer sind, als wenn du die kleinen Größen dir kaufst. Ganz verrückt. Ich persönlich kaufe mir lieber halt diese großen Größen, weil ich einfach so oder so das Produkt ja aufbrauchen werde, gerade im Haushaltsbereich, aber ich möchte nicht so viel Verpackungsmüll haben und deswegen sagte sie und hatte so viel auf ihrem Tisch stehen, was irgendwie nach Plastik schreit. Ich weiß, ich bin aber auch nicht perfekt, Leute. Ich versuche halt nur in manchen Punkten das Richtige zu machen. Ich schaffe es aber nicht immer. Geschirrreiniger-Tabs sind das auf jeden Fall. Mensch, damit kriegt man sauberes Geschirr. Und ja, das finde ich auf jeden Fall sehr praktisch. So, dass man nicht mit der Hand spülen muss. Ich mag unsere Spülmaschine. Dann habe ich herausgefunden, endlich, dass ein günstiger Raumerfrischer in unseren Airwick Freshmatic reinpasst. Ich habe das öfters mal mit Dingern auch aus dem Action ausprobiert und auch von Denkmit hatte ich was da drin. Der wollte die nicht verwenden. Auch wenn ihr mir in die Kommentare geschrieben habt, Claudi, probier das mal, das funktioniert. Hat bei unserem nicht funktioniert. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Das hat einfach nicht richtig gesprüht. Ne? Und jetzt habe ich von Domolines ausprobiert und das funktioniert. Was hat die Frau gemacht? Hat sich dann direkt 4 Stück gekauft. Ja, läuft. Einmal Simply Fresh Nachfüller Cotton Fields, den haben wir auch aktuell drin. Alto Belly, ist das ein intensiver Duft? Kann ich nicht anders sagen. Also so intensiv wie diese Domol-Dinger hat noch nie irgendwas bei uns gerochen von diesen Freshmatic-Viechern. Dann habe ich mir mitgenommen die White Balance-Geschichte. Ne, weiße Balance. Fand ich auch ganz schön. Also ich mag einfach auch gerne blumige Düfte, frische Düfte. Das hier ist ein bisschen süßer. Vanilla and Cherry. Das ist auch mal... Ach, zwischendrin war ganz nett, ne? Oh, ich mag es einfach, wenn es bei uns auf dem Bad irgendwie schön riecht. Ist klar, glaube ich. Und Fresh Flowers habe ich auch noch mitgenommen. Ja, ich habe von jedem einen mitgenommen. Einfach von allem, was es so gibt. Dann kann man sich irgendwann mal entscheiden oder man sagt einfach, nö, wir haben jetzt einfach immer Abwechslung. Ich trinke mir kurz einen Schluck, denn wenn ich viel rede, ich weiß nicht, ich kriege dann immer so ein Kloß im Hals. Ja, wir haben ja ein süßes kleines Babylein und dieses kleine süße Babylein hat auch seine eigene Badewanne. Da habe ich ja mit Twist Shake mal eine Kooperation gehabt und jetzt haben wir aber hier diese Etage, wo ich auch gerade bin, ja, in einem sehr schönen, weiter vorangeschrittenen Renovierungsstatus und wir haben uns entschieden, dass wir auch oben hier im Badezimmer die Badewanne drin lassen werden. Das heißt, wenn Julius mal irgendwann ein bisschen größer wird, halt selber sitzen kann und so weiter und das Bad auch renoviert ist, wird er auch in der Badewanne sitzen können. Dieses Bild hatte Claudi in ihrem Kopf, als sie sowieso bei Rossmann das ein oder andere bestellen wollte. Ja, und deswegen ist sie dann bei der Ideenwelt über diesen kleinen süßen Pinguin gestolpert und der musste natürlich mit. Jetzt hat es das auch noch als Robbe gegeben. Ich liebe Robben. Ich bin eher so Team Robbe als Team Pinguin, aber die Robbe war nicht so. Die war einfach nur weiß, die war langweilig. Und hier haben wir einfach noch ein paar mehr Farben. Das ist, glaube ich, auch einfach kindgerechter so. Und das macht halt so Blubbelblasen. Das schwimmt dann so auf dem Rücken und macht dann frrrr. Und ich glaube, dass Julius das hart feiern wird. Ja, oder ich werde es hart feiern. Das müssen wir mal gucken. Ist ab 6 Monaten geeignet, klar. Ich glaube, dass Babys dann auch erst richtig sitzen können. Können Babys ja jetzt noch nicht so wirklich. Und ich freue mich drauf. Der muss auf die Nase drücken, dann sprinkelt der. Oh mein Gott. Das wird so toll. Genauso toll fand ich das natürlich und habe mir einen Keks gefreut. Also, es gibt in der Ideenwelt immer so schöne Sachen, Leute, da muss man einfach mal vorbeigucken. Nicht nur für Kinder, sondern halt auch für uns Erwachsene, ist klar. Aber ja, ich kann jetzt endlich alles Mögliche für meinen Sohn kaufen. Jetzt kann ich eskalieren. Ich habe 3 Jahre vorher immer wieder irgendwelche Sachen gekauft, euch auch in Holz gezeigt und dann immer heimlich gebunkert. Und irgendwann, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, habe ich dann meinen Freund an die Hand genommen und ihm gezeigt, was ich alles schon gekauft habe. Und er hat sich echt, also er hat gesagt, Claudi, du hast einen Lattenschuss. Ja, hat sie. Mein Freund hat von seinem Papa mal, als er klein war, so eine Werkbank aus Holz gebaut bekommen. Und
Mein Freund liebt diese Werkbank. Mein Freund freut sich irre drauf, wenn Julius da irgendwann dran spielen kann. Es wird noch lange, lange dauern. Und ich habe aber schon mal sowas gekauft. Und ich glaube, wenn ich meinem Freund das nachher mal zeige, also eher morgen, denn in der Zeit, wo ich jetzt filme, wird er wahrscheinlich gleich ins Bett gehen schon, wird er sich mega freuen. Weil das ist halt, ja, Holzspielzeug mit Hammer und Muttern und Schrauben und ein Maulschlüssel und so, was ich echt süß finde. Und ich weiß nicht, ab wie vielen Monaten das geeignet ist. Oh, das ist ab 3 Jahren oder wie? Ja, ja, nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Okay, aber das kann ich, genauso wie ich ja andere Sachen 3 Jahre hier aufbewahrt habe, kann ich das halt auch 3 Jahre aufbewahren. Warum nicht, Leute? Ich lasse es auch noch original verschweißt hier drin und dann kann ich das schon mal in den Keller zur Werkbank stellen. Da freut mein Freund sich natürlich auch schon direkt drauf, ne? Ja, ja, und wenn dann mein Freund irgendwann am Machen ist, am Rödeln ist, dann kann er Julius mitnehmen und Julius hat dann auch seine eigene Werkbank und ich glaube, das wird cool. Werkzeugkiste aus FSC-zertifiziertem Holz inklusive Schraubenzieher. Ist ein Schraubenzieher auch drin? Süß. Okay, ja, ne? Nicht alles im Leben muss einen Sinn ergeben. Und dann gab es halt auch solche Autos, die fand ich auch schön. Die sind ab 3 Monaten. Julius wird jetzt, wenn ich das Video drehe, das ist heute der 6. In 6 Tagen 5 Monate alt. Und das sind halt so Autos, wo er halt jetzt auch schon so greifen kann und die machen Geräusche. Und ich habe ganz damals, ist auch schon 3 Jahre her, ne? Das gehörte genauso auch in diesen Bumsfallerar, wo ich halt die ganzen Sachen gekauft habe, bis ich irgendwann mein Kind kriege. So eine Art Autoteppich zum Puzzeln. Und von Hakuna Matte heißt das. Und das ist ein Teil und dann habe ich auch noch, also ein 20x120 ist das, gibt es bei Amazon, kann ich euch meine Infobox verlinken, habe ich jetzt nämlich noch einen zweiten Teil, auch ein 20x120 gekauft, kannst du zusammensetzen, ist dann eine riesengroße Landschaft und da hast du halt überall so Straßen und so, da kann er natürlich, wenn er irgendwann mal motorisch, ne, Straßen und dann mit Autos rumfahren, aber ja, das ist natürlich schon mal in die Zukunft gedacht, aber das ist ab 3 Monate und da gab es tatsächlich 2 von. Kann Mama auch mitspielen. Wahrscheinlich spielen erstmal Mama und Papa mit den Teilen, ne? Das ist möglich. Also, läuft. Ja, ist hübsch, oder? Ich finde es großartig. So, dann gehen wir jetzt zum DM-Part. Ich glaube, dass die Autos auch noch von Rossmann waren, ne? Ja. Und ja, da geht es dann auch mit Babysachen erstmal weiter. Da habe ich in der Größe 74-80 von Alana was gekauft. Ich gucke immer mal wieder beim Ausverkauf vorbei. Das sind halt immer Sachen dann auch einfach reduziert. Und es wird, also Julius ist jetzt 65 cm groß, ne? Also es ist dann Spätsommer wahrscheinlich, dass er da reinpasst. Oh mein Gott, das ist schon so groß, ne? Und die Alana-Sachen und die Pussblue-Sachen und so, also von DM und von Rossmann, die wir schon gekauft haben, die sind immer richtig gut auch von der Qualität gewesen, muss ich wirklich sagen. Und das war halt auch runtergesetzt. 7 bis 12 Monate, ja, das ist dann wirklich dann so Spätsommer, Herbst bei ihm, ne? Und das fand ich einfach hübsch. Ich mag auch gerne so Farben, das ist jetzt ein bisschen gedeckter, aber bei Julius mag ich einfach gerne, wenn er ein bisschen knalligere Sachen anhat. Das steht ihm einfach richtig gut. Ciao. Das war der Schwamm. Dann, ja, gehen wir jetzt in die Zeit der Bei- und Breikost. Also es ist tatsächlich jetzt schon, das geht alles so schnell, finde ich, aber gut. Ja, und da habe ich einfach schon so ein bisschen was gekauft. Also von jedem, was ich euch zeige, habe ich, ich glaube, 5 Gläschen oder so geholt. Und ich habe zu meinem Freund gesagt, ach, wenn Julius das nicht mag, ist ich das gar nicht mal so weit hergeholt, weil damals habe ich mit meiner Freundin in der Mittagspause zwischen der 6. und 7. Stunde sind wir auch immer zum K&K gegangen und haben uns Babygläschen gekauft und haben die gegessen halt als Mittagessen, ne? Crazy, ich weiß. Und kalt haben wir die vor allem auch gegessen. Einmal habe ich hier von Holle feine Banane mit Grieß. Das hört sich echt nach etwas an, was ich richtig gerne mag. Oh. Hoffentlich Julius auch, ansonsten esse ich ihm das weg. Ich weiß, dass meine Mom mir damals mein Essen oder mein Grießbrei hat die auch immer gerne aufgegessen. Hat die immer gerne ein bisschen mehr gemacht, hat sie mir mal erzählt. Achso, das ist ab dem 6. Monat, also ab Mai dann für uns. Genauso auch hier von Hip, Mango, Banane in Apfel. Das ist einmal dieses hier. Ja, also ich weiß nicht, ne, was Julius dann am meisten mögen wird oder so und wie auch immer. Und dann habe ich hier ab dem 5. Monat, das heißt, das könnten wir theoretisch tatsächlich schon nächste Woche mal geben. Das habe ich auch so gedacht, Äpfel mit Bananen. Einfach mal gucken, ob er es mag, wie er damit so zurechtkommt. Ne? Aber wir sind jetzt ja erstmal dabei, dass er die, ja, die Prämilch halt bekommt. Dann kommen wir von Babysachen zu Erwachsenenessen.
Ich mag total gerne diesen Erbseneintopf. Den habe ich mir auch letztens, ich habe den nachgekauft, ne? Auch schon mal gemacht und ich mache mir das immer super gerne mit Apfelmus. Finde ich sehr, sehr lecker. Ich glaube, ja, hier ist Schinken mit drin, Gemüse ist hier mit drin oder ist es vegan? Nee, das ist vegan. Guck mal, da ist gar nicht sowas mit drin. Krass, okay, also ganz vegan auch noch. Und genauso haben wir dann hier auch noch den Linseneintopf. Das ist etwas, auch das ist vegan, krass, was mein Freund richtig gerne mag. Also der ist mehr so für den Linseneintopf und ich für den Erbseneintopf. Und das ist jeweils halt eine Portion, ne? Also ein Mittagessen. Und jo, ich habe mir gedacht, dass das wohl ganz cool ist. Dann habe ich auch nachgekauft Kerne und Saatengranola von DM Bio. Ich mache mir das jetzt ja nicht mehr als Mitternachtssnack, dass ich mir da so meine Joghurt-Tralafitti-Geschichte esse, sondern eher so als Abendbrot und als Frühstück. Und dann ja, gebe ich das als Topping dann noch ein bisschen mit drüber und ein bisschen frisches Obst und ein bisschen Flohsamenschalen. Also ich merke einfach, dass es mir, meiner Haut, meinem Körper auch sehr, sehr gut tut und werde damit halt auch einfach weitermachen. Es ist immer ein bisschen viel Schnibbelei und man muss immer zusehen, dass man, ne, dann irgendwie auch tausend Sachen gefühlt zusammenmixt, aber das schmeckt einfach gut. Und da kann man das einfach gut nehmen, entweder halt als nahrhaftes Abendbrot oder als schönen Start in den Tag. Und das habe ich mir jetzt wirklich angewöhnt und das möchte ich auch gerne beibehalten. Dann habe ich hier den Traubensaft Naturtrüb. Das ist für mich einfach der beste Traubensaft, den es so gibt. Und ja, den mag ich einfach super gerne leiden. Der schmeckt einfach gut. Und also die letzte Packung hat mein Freund mir jetzt letztens weg schnabuliert. Dann habe ich hier noch für Sammy auch natürlich was mitgenommen. Das sind die Knabberwürstchen im Mix. Einmal das hier. Ich dachte, ich hätte da endlich zwei von geholt. Habe ich wohl nicht. Aber gut, ja. Die habe ich dann meistens unten, dass ich ihm die dann gebe, wenn er, also so als Betthupferl quasi. Dann habe ich auch hier von DM ein bisschen Haushaltsprodukte mitgenommen. Ah, das ist schwierig. Von Profissimo sind das 10 Liter mit Tragegriff aus Biofolie. Das sind ja Bio. Müllbeutel. Also in manchen Kommunen sind die erlaubt, in manchen verboten. Also bei uns wurde da noch nichts zugesagt, dass man die nicht verwenden darf. Ist bei manchen Müllverbrennungsgeschichten wohl nicht so recycelbar oder verbrennbar. Bei unserer funktioniert es scheinbar ganz wunderbar. Hiervon habe ich tatsächlich mehrere mitgenommen. Kosmetiktücher, weich und saugfähig, weil ja, ich hatte ja einen dicken, fetten Schnupfen gehabt. Und ich habe diese Bestellung getätigt, noch bevor mein Freund krank geworden ist. Der ist nämlich gestern krank geworden und heute gerade so richtig derbe. Und ich bin froh, dass ich das als Nachschub hier habe, weil das brauchen wir definitiv. Ja, die Erkältung hat bei ihm dann irgendwie so eine Woche, anderthalb Wochen später gekickt als bei mir. Dann habe ich ein bisschen Pflege. Das habe ich jetzt letztens bei einer anderen Bestellung mitbestellt gehabt, aber wollte ich euch auch nochmal zeigen. Bodycreme Summer Sunset mit Südseeduft und Monoir Extrakt. Das ist viel kleiner, als ich dachte. Sind 200 Milliliter. Ich dachte irgendwie, das wäre viel größer, ne? Aber gut. Riecht jetzt auch nichts raus. Naja, wollte ich mal ausprobieren. Ist jetzt irgendwie auch gerade eine Limited Edition oder sowas. Besonderer Wohlfühlmoment. Jo, gönn dir hart. Dann kommen wir hier mal zu den Masken. Ja, eben auch gesagt, ne, dass wir hier diese Shake-Maske haben. Das ist einmal die Fruity Peach, spendet intensive Feuchtigkeit mit Pfirsichextrakt und Hyaluron, eine Limited Edition. Ich finde es einfach optisch immer sehr, sehr hübsch. Ich hoffe nur, dass die besser ist als die letzte, denn die letzte aus dieser Reihe war nicht ganz so hübsch, nicht ganz so nahrhaft. Hübsch im Sinne von, da sind die Wolken drauf, das finde ich sehr hübsch, ne? Ach, Claudi. Dann habe ich hier von Youty mitgenommen die Serum, hier Ceramid, Hyaluron, Retinol und Niacinamide. Ich darf jetzt ja wieder Retinol nehmen, aber verwendet sowas bitte dann abends, weil Retinol die Haut halt sonnenempfindlicher macht. So. Und ja, ich fand die einfach hübsch mit ihrer Spitze und so. Und die wollte ich ausprobieren. Ja, 15 bis 20 Minuten. Kann man sich die gönnen. Also da ist so viel Serum drin, das schwimmt hier richtig im Serum. Wahnsinn. Das heißt, das kannst du noch richtig schön auf Hals und Dekolleté geben, ne? Hübsch, schön. Dann habe ich mir einen Lippenpflegestift mitgenommen. Ich kaufe mir eigentlich keine Lippenpflegestifte, weil ich hier so viele da habe und mir einfach denke, oh Gott, was will ich denn mit noch einem? Also hier habe ich die Limited Edition Melon Love. Natürlich musste die mit dem neuen Balea-Logo und mit sanftem Farbfinish für zarte Lippen. Fand ich einfach ansprechend, Leute. Deswegen habe ich die jetzt mal ausnahmsweise mitgenommen. Ich hoffe, dass die auch wirklich pflegend ist. Aber die Wassermelone, die hat mich genommen, ne? Und hier haben wir eine lachende Wassermelone drauf.
Also, wenn das nicht mal ein Kaufargument ist, oder? Als nächstes habe ich mir von Lavera den Basis-Sensitiv-Reinigungsschaum ohne Parfüm mitgenommen. Aloe Vera und Biomandelöl für empfindliche und sensible Haut. Oh, ich glaube, jetzt sind wir wieder gerade, oder? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall möchte ich ja immer ganz gerne halt auch andere Reinigungsschäume ausprobieren als die meiner Kooperationspartner. Aber ja, ne? Und hoffe, dass es funktioniert. Also der von Balea Mir zum Beispiel, den mochte ich auch sehr, sehr gerne. Dann habe ich hier den von Balea Haut rein, softer Reinigungsschaum mit 0,8% AHA und 0,5% BHA mit Zink, Niacinamiden, beugt Unreinheiten vor, mit milden Tensinen auf Zuckerbasis und für eine gründliche Reinigung. Ne? Das wollte ich auch mal ausprobieren. Könnte vielleicht ein Dupe zu Je Poder sein, man weiß es nicht. Dann habe ich hier auch noch mitgenommen von Ebelin. Ich habe drei Schwämme insgesamt gekauft. Ich bin ja auch verrückt, ne? Einfach mal bei jeder Bestellung einen Schwamm mitbestellen. Ich weiß nicht, was ich im Kopf. Ich habe viele Schwämme da, aber irgendwie haben die mich angesprochen. Diese Verpackung ist so schön mit diesen Kirschblüten und den Vögeln da drauf. Och Mann. Ne? Und Herzchen sind auch noch mit dabei. Also es ist schon hübsch. Aber also das Ei ist halt nicht in der Optik, aber dieser Eihalter ist halt wunderschön. Ich bin echt durchgeknallt, ne? So, hier habe ich ein paar Foundations stehen, weil ich mache gerade einen Foundation-Test. Und da habe ich mir die Reihenfolge schon so zurechtgestellt, wie ich aktuell mein Ranking habe. Sehr interessant. Hier habe ich jetzt gerade von Max Factor die Facefinity All Day Flawless Airbrush Finish Foundation. Habe ich in der Farbe C50 Natural Rose und ihr seht sie auch auf dieser Gesichtshälfte. Unter dem ganzen anderen Kladderadatsch, der da drüber ist. Aber ja, hier habe ich sie drauf. Spoiler, ich mag sie richtig, 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 richtig gerne. Wirklich. Also, die ist wirklich toll. Die ist richtig toll. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass eine Foundation, die ja eigentlich eher. Ja, ich glaube, Soft Matt oder so soll die sein, glaube ich, oder? Wie war das? Weightless Feel, Medium to Fill, Buildable Coverage, Flawless Complexion. Also hier steht halt nichts mit Glow oder sowas mit dabei. Aber es ist halt eher vom Finish seidenmatt. Und das mag ich eigentlich nicht. Aber ich finde, dass das richtig gut aussieht. Die ist ein bisschen dunkel, ne? Darüber brauchen wir gar nicht reden. Also wenn ich meine Hand hier hinhalte, wisst ihr Bescheid. Irgendwann wird sie mir passen. Und auf der anderen Seite habe ich die Trended Up Hydrostay Silky Serum Foundation in der Farbe 005. Ich glaube, die wurden überarbeitet, habe ich hier drauf, ne? Die ist nämlich jetzt vegan. Ich glaube, vorher waren die nicht vegan. Und die ist auch nicht von schlechten Eltern, muss ich wirklich sagen. Die ist nicht so gut wie die von Max Factor. Aber die ist auch günstiger, ne? Ah, man weiß es nicht. Auch die ist mir zu dunkel. Obwohl es die Farbe 005 ist. Das ist krass. Ja, okay. Dann wird jetzt wieder hier einsortiert. Ich weiß nicht, ob ihr den Foundation-Test schon gesehen habt oder ob der noch kommt. Anfang Mai kommt der auf jeden Fall. So, dann habe ich hier noch eine kleine Tüte. Die Mascara, die ich auch gerade auf meinen Wimpern drauf habe, die habt ihr auch in einem Short von mir gezeigt bekommen. Das ist hier die Max Factor. Was macht sie da eigentlich mit der Mascara in ihren Wimpern? Egal. Masterpiece 2-in-1 Lash. Wow. Volume and Length Mascara. Wir haben das schon mal öfters gesehen, dass du halt dieses Gummibürstchen hast, was du drehen kannst. Also das haben wir von bei Terry schon gesehen. Das haben wir schon bei Kiko gesehen. Das haben wir schon bei vielen verschiedenen Herstellern, Firmen, wie auch immer gesehen. Positiv, die riecht nach nichts. Das so gut. Also ich mochte die auch wirklich. Die hat ein schönes Ergebnis gemacht. Kann man sich definitiv mal anschauen. Dann schütte ich mir den Rest vom Schützen vielleicht mal in den Schoß. Was soll's? Ne? Das raschel ich hier die ganze Zeit rum. Da mache ich mich ja selber mit nervös. Auch von Trended Up den Powder Blush mit Glow-Effekt. Hat Trended Up hier irgendwie vielleicht manche Produkte, die die vorher schon hatten, irgendwie nochmal neu rausgebracht? Weil Trended Up hat ja auch ein neues Logo. Das It ist ja umgedreht zu einem Ausrufezeichen. Keine Ahnung, keine Ahnung, weil das kommt mir auch bekannt vor. Ich meine, dass wir sowas doch auch schon mal hatten bei denen, oder? Im Sortiment. Und haben die vielleicht einfach umgestellt, dass die Produkte jetzt vegan irgendwie sind oder so? Ne, hier steht nichts von vegan drauf. 075 habe ich als Farbbezeichnung. Hergestellt in Italien. Gar keine Ahnung. So, dann habe ich hier noch eine Mascara. Die werde ich jetzt, die werdet ihr dann wahrscheinlich auch schon gesehen haben. Werde ich morgen nämlich dann mal ausprobieren. Extreme Volume Mascara Lash Heaven von Trended Up. Extreme, nein, extremes Volumen steht da drauf.
ist immer dieses Englisch und Deutsch und hin und her. Gott. Ja, bin ich auf jeden Fall interessiert. Du riechst aber interessant. Mega parfümiert, Leute. Also Leute mit Parfüm. Hier, wenn du empfindliche Augen hast oder so, da könntest du ein Problem mitkriegen. Das riecht nämlich eher nach einem Parfum als nach einer Mascara. Ganz verrückt. Hat ein Kunstfaserbürstchen mit, also so erdnussförmig halt, ne? Ja, die wird auf jeden Fall ausprobiert. Da seht ihr dann wahrscheinlich jetzt schon im i etwas durchlaufen, dass ich das Short schon gemacht habe. Stelle ich mir nämlich hier zur Seite. So, und die anderen Produkte, die ich jetzt hier habe, nee. Einmal habe ich hier noch den Concealer, den habe ich jetzt auch gerade drauf. Der ist auch sehr, sehr schön, aber auch eher was für den Sommer bei mir, weil doch etwas dunkel. Facefinity All Day Flawless Airbrush Finish Concealer Vegan Shade 020 habe ich hier. Der ist eher matt unterwegs, aber macht halt wirklich gar nicht, dass der in Fältchen reinkriecht. Macht eine schöne Deckkraft, ist super toll zum, also ausgeblendet gewesen. Richtig toll, auch sehr, sehr empfehlenswert. Bin ich sehr, sehr positiv überrascht. So, und die anderen Produkte sind alles Alverde-Produkte. Die waren neu und ich habe auch irgendwie Bock auf ein Fullface mal wieder. Da habe ich einmal den Liquid Highlighter. Mix Your Glow steht hier drauf. Habe ich einfach mal Bock drauf, ne? Vielleicht mache ich mal wieder einfach ein komplettes Fullface. Das Blossom Lip Oil ist, glaube ich, aus einer Limited Edition, die ich optisch schon mal sehr, sehr ansprechend fand. Guck mal, wie hübsch, ne? Richtig, richtig schön. Genau, das durfte natürlich mit. Dann, immer wieder schwierig, Alverde Naturkosmetik Make, also erstmal Alverde Naturkosmetik, also Alverde schwierig bei mir im Gesicht. Naturkosmetik schwierig bei mir im Gesicht. Make-up mit Hyaluron, kann was Gutes sein. Hautton anpassend, bin ich entweder ein Simpson oder, ja, rot. Da schauen wir mal. Vielleicht ist es aber auch genau die Farbe, die hier abgebildet ist. Das wäre natürlich genial für mich. Muss ich einfach mal schauen. Zwei habe ich hier noch, die muss ich gleich aber auch noch zeigen. Das ist aber nicht von Alverde. Dann habe ich hier Shimmer Summer Shine. Bronzer Summer Shine. Mit dem Duft nach Pina Colada in der Farbe 10 Gold. Also das ist ein Liquid Bronzer. Ich habe von Nee den Liquid Bronzer, den ich richtig gut finde. Mal gucken, ob das dem in irgendeiner Art und Weise nahe kommen kann. Habe ich mir dann auch noch gekauft in der Farbe Rose Gold, weil ich mir gedacht habe, komm, ne, so teuer waren sie jetzt nicht. Und zu guter Letzt zwei Mascaras. Einmal Mascara Balm, pflegt und färbt die Wimpern in einem Schritt. Das fand ich ganz interessant. Und Volume Boost mit Rizinusöl und Bio-Koffein. Ne? Also Alverde hat irgendwie recht viele neue Produkte rausgehauen. Da musste ich mal gucken. Auch das riecht ganz... Warum riechen die alle so, die Mascaras? Das muss doch nicht sein. Oder ist das das Arganöl oder so ein Kram? Ich weiß es nicht. Faserbürstchen, relativ klassisch, ne? Geht nach vorne einfach spitz zusammen. Riecht sehr interessant. Also auch intensiv, ne? So, und jetzt gucken wir mal das mit Rizinusöl uns an. Und Koffein, das ist auch ein Faserbürstchen. Boah, das riecht einfach krass nach Naturkosmetik. Also ich weiß nicht, was soll das denn hier? Naja, ist sehr, sehr buschig. Genau. Mal schauen, wie das so wird, ne? Also, mal gucken. MHD ist hier auch noch mit drauf. Das ist auch immer ganz gut, finde ich persönlich. Und die beiden, die wollte ich nämlich morgen ausprobieren, habe ich hier auch noch einmal von Judith Williams Magic Wonder Balm. Versteckt tatsächlich Rötungen. Intensive Feuchtigkeit polstert Falten auf. Hautton anpassend, weiß im Bescheid. Wird auf jeden Fall mal ausprobiert. Dann gucke ich mal, wie das funktioniert. Und dann habe ich hier auch noch, das ist eine neue Marke, glaube ich, oder? Die hatten wir so noch gar nicht gesehen. Ein Tinted Moisturizer von Anna Ivanovic. Natural Performance BB Feuchtigkeitscreme Tinted Moisturizer mit Avocado-Extrakt und Hyaluronsäure. Hautton perfektionierend und Feuchtigkeit spendend. Ohne PEGs, Parabene und Silikone. Mhm. Dezente Deckkraft, leichte Formulierung. Mal schauen. Ich glaube, da gab es auch nur eine Farbe zu kaufen. Ne? Das ist immer sehr, sehr kritisch, aber ich bin neugierig und ihr kennt das ja von mir. Ich möchte ja alles ausprobieren und gerade im Bereich Beauty bin ich ja auch so quasi, dass ich versuche für euch die Produkte zu testen, dass ihr dann keine Fehlkäufe macht oder dass ich euch was empfehlen kann oder so. Also besser, ich kaufe einmal das Produkt und es ist nicht gut, als wenn
50 von euch das Produkt kaufen und das nicht gut ist und das Video halt nicht gesehen haben. Weißt du, wie ich das meine? Aber wäre schön, wenn das nicht nur 50 wären, die die Videos sehen. Ihr wisst, was ich meine. So, das war jetzt hier mein Drogerie-Haul. Es hat sich mal wieder einiges angesammelt, aber es ist auch viel zum Testen und viel, was einfach jetzt aktuell bei uns notwendig war. Und viel, was halt auch einfach mal so ein bisschen Neugierde war. Lassen wir mal hier so ein bisschen die Ehrlichkeit auch bleiben, ne? Okay, ihr Lieben, das war es jetzt hier von meinem Drogerie-Haul. Schreib du mir doch mal gerne in die Kommentare, welches Produkt dich am meisten in der Drogerie aktuell interessiert, was ich vielleicht auch einfach mal ausprobieren soll. Und wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben eine Playlist mit den ganzen Hauls, hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!